Der Stadt Stuttgart droht ein EU-Verfahren wegen einer immer noch viel zu hohen gesundheitsschädlichen Feinstaubbelastung. Seit fast einem Jahrzehnt würde der Grenzwert von 50 Mikrogramm je Kubikmeter Luft viel zu oft und fortwährend überschritten. Für 2014 seien bereits statt der erlaubten 35 Tage an 56 Tagen Grenzwertüberschreitungen gemeldet worden. Die EU-Kommission hat wegen Stuttgart und anderen deutschen Städten bereits 2013 ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Der Stuttgarter Luftreinhalteplan habe bisher nicht die gewünschte Wirkung erbracht. Es fehle bisher ein Zeitplan und ein Stichtag für die Erfüllung des Grenzwertzieles. Verkehrsminister Winfried Herrmann, Grüne, kündigte an, schon bald Szenarien mit wirkungsvollen Handlungsmöglichkeiten gegen die Feinstaubbelastung anzugeben.